Auch zukünftig werden sich die Türen des Karstadt-Warenhauses für die Bürger Dessau-Roßlaus und Umgebung öffnen. Der Standort Dessau und damit 70 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Nach konstruktiven Gesprächen sowohl mit dem Alt- als auch mit dem Neueigentümer der Immobilie konnte ein neuer Mietvertrag auf angepasster wirtschaftlicher Basis abgeschlossen werden, heißt es aus Essen. Somit kann die Filiale Dessau wie das ganze Unternehmen vom erfolgreichen Sanierungsprogramm profitieren. Also wir sind sehr erfreut und sehr erleichtert, dass es jetzt doch noch gelungen ist, eine positive Lösung für Karstadt hier in Dessau-Roßlau zu finden. Und es haben im Grunde alle gewonnen. Also die Kunden haben gewonnen, dass diese wirklich schöne Einkaufsmöglichkeit erhalten bleibt. Aber vor allen Dingen auch die Beschäftigten von Karstadt hier am Standort, die sich sehr engagiert haben, die sehr viel und lange gekämpft haben. Für die freut es mich auch ganz besonders, dass sie jetzt ihre Jobs behalten. Und offensichtlich, wenn man jetzt die Verlautbarung des Karstadt-Konzerns aus Essen hört, auch mehr Gewicht kriegen, also mehr Kundenberatung, davon war die Rede. Und das kann ja nur in die Aufgaben der Bediensteten, der Verkäuferinnen und Verkäufer fallen. Genau diese Kundenberatung soll ein besonderer Schwerpunkt werden. Dazu kommt eine stärkere lokale Ausrichtung des Sortimentes. Karstadt will sich mit den modernsten Prozessen des deutschen Einzelhandels am Markt positionieren. Dass das Warenhaus Dessau erhalten bleibt, freut vor allem die Kundschaft. Ich finde es gut, ansonsten wäre die Innenstadt von Dessau ganz schön verlassen und verloren. Und ich denke, dass die anderen Geschäfte, die hier mit integriert sind in diesem Rathauscenter, dann auch irgendwann dicht machen würden, weil die Kundschaft fehlt, die allein durch Karstadt angezogen wird, weil Karstadt das breiteste Spektrum in dem Gebiet, denke ich, anbietet. Ich befürworte, dass Karstadt bleiben sollte. Wenn Karstadt rausgeht, dann ist es ganz leer hier. Also ich finde das nicht schön. Ich bin sehr froh, dass Karstadt hier in Dessau bleibt. Es gibt Arbeitsplätze und irgendwie würde hier was fehlen. Und auch fürs Umland ist das gut. Auch für die Doppelstadt Dessau-Roßlau ist der Verbleib von Karstadt ein wichtiges Signal. Schließlich zeichnet sich die Doppelstadt als Oberzentrum vor allem durch seine Versorgungsfunktion für das Umfeld aus. Und so war es ja in den letzten Jahren auch. Also es kamen ja sehr viele Besucher aus der Region, also aus Anhalt-Bitterfeld, aus Wittenberg, aus dem Zerbster Raum, die hier eingekauft haben. Das sieht man, wenn man sich die Kennzeichen unten in der Garage mal anschaut. Und dass das jetzt so bleibt, das freut mich sehr und es freut mit Sicherheit auch die Kunden. Die neue Eigentümerin der Karstadt Immobilie ist im Übrigen die Deutsche Euroshop AG. Der Aktiengesellschaft aus Hamburg gehört bereits das Dessauer Rathauscenter.